denkt. Lipödem ist für viele noch ein Fremdwort. Oft wird es mit Übergewicht verwechselt. Eben Lipödeme gehen oft einher mit Schwellungstendenzen und man weiß gar nicht genau, wie die genau der Mechanismus ist. Man geht davon aus, dass die Fettzellen, also dieses vermehrte Fett, was völlig gewichtsunabhängig ist vom einzelnen Patienten, dass das über den Tag beim Stehen und beim Sitzen Wasser aufnimmt und damit schwillt. In der Nacht gehen die Schwellungen dann eigentlich immer zurück. Erst das Liegen transportiert die überschüssige und angestaute Lymphflüssigkeit ab. Die Ursache für das Lipödem ist unbekannt. Man weiß das nicht. Es ist sicherlich genetisch. Und oftmals, wenn man fragt, hat es die Mutter auch schon so ähnliche Beine gehabt? Dann heißt es ja, ja, und die Großmutter auch. Also es ist genetisch, aber man weiß nicht, was genau die Ursache ist. Und deshalb sind auch die Möglichkeiten der völligen Heilung oder des Vermeidens sehr gering. Das Lipödem ist nicht nur schmerzhaft, sondern auch optisch störend. Trotz strenger Diät und Sport gehen die angeschwollenen Fettpolster meistens nicht weg. Betroffene können mit Sport ein bisschen gegensteuern. Es gibt eine ganze Menge konservative Maßnahmen, also ohne dass man gleich zum Skalpell greifen muss. Ganz, ganz wichtig als allererstes Bewegung, Bewegung, Bewegung. Für ältere Herrschaften zum Beispiel auch Tanzen, Walken, Aquajogging, Aquafit, Laufen, Wandern, was auch immer, das hilft ganz viel. Das Lipödem tritt fast ausschließlich bei Frauen auf, ganz selten bei Männern. Die Marie-Louise Bürki ist auch eine Betroffene. Die Krankenschwester aus St. Gallen ist immer auf der Beine, was die Ansammlung von Flüssigkeit in den Fettzellen noch zusätzlich begünstigt. Während meiner Lehrzeit habe ich dann gemerkt, wenn ich lange stehe, habe ich Beinprobleme, geschwollen, am Abend schwere Beine, wo eben auch nicht zu einer 20-Jährigen passt. Und auch meine Lehrherren haben eher gesagt, ja, ja, du bist noch jung, das kommt schon. Bereits als Teenager hat sie gemerkt, dass mit ihrem Körper etwas nicht ganz normal ist. Sie hat eine auffallend starke Schmerzempfindlichkeit gehabt. Hat sie mal etwas kräftig in den Arm genommen und festgedrückt, hat sie sehr schnell blaue Flecken bekommen. Im Zeitraum so zwischen 20 und 30, in dem Alter, habe ich dann meistens schon Kompressionsstrümpfe getragen. Nicht ärztlich verordnet, aber ich habe gemerkt, es hilft mir. Also wenn ich Kompression drauf tue, bleiben die Beine jünger, tun weniger weh. Das Hauptproblem bei der Kompressionsstrumpf ist, dass man beweglich sein muss und vor allem bleiben, denn das Anlegen ist keine einfache Angelegenheit und braucht viel Kraft. Zusätzlich zu der Kompressionsstrumpf profitiert Marie-Louise Bürki auch noch von der entschlackenden Wirkung der Lymphdrainage. Gehen Sie ins Fitness, klemmen Sie sich einmal 2 Kilo auf jedes Bein, so die Gewicht, was es gibt, laufen Sie mit dem um, dann machen Sie Lymphdrainage und dann haben Sie das, wie wenn das Gewicht weg wäre. Das Gewebe von Lipödem-Patienten ist wie ein Schwamm, der die Lymphflüssigkeit aufsaugt. Die sollte aber ausgewechselt werden. Die manuelle Lymphdrainage regt den Lymphfluss an und transportiert dann die eingelagerte Flüssigkeit ab. Angefangen wird bei dieser leichten Massagetechnik meistens beim Hals, wo die Hauptlymphen sind. Nützen tut es schon. Dadurch, dass es einfach oberflächlich ist, ist es eine feine Massagetechnik. Vom optischen Auge her sieht man fast nichts. Aber diejenige Patientin, die es spürt und aufheben darf, spürt sicher einen Unterschied. Die Marie-Louise Bürki setzt aber nicht nur auf die Lymphdrainage. Mit weiteren Massnahmen geht sie gegen das Lipödem vor. So trägt sie immer Kompressionsstrümpfe, damit die Lymphe auch in Bewegung bleibt und versucht, mit Schwimmen und Laufen aktiv zu bleiben. Und das Vierte wäre dann nur die Ernährung. Ich habe gemerkt, dass ich speziell auf Geschmacksverstärker oder zu viel Salz reagiere und den Wasser einlagere. Und das versuche ich jetzt zu vermeiden. Dementsprechend auch frisches Obst, Gemüse und richtiges Eiweiß oder die Ernährung ein bisschen anschauen. Der chirurgische Eingriff vom Fettabzug ist für sie momentan keine Alternative, denn sie sagt selber, dass sie heute besser ginge als früher und sie sich wohlfühle. Dann, wenn die Patienten zum Beispiel keine Kompressionsstrümpfe tragen möchten, wenn sie extrem starken Leidensdruck haben, die Fettabsaugung steht eher im Vordergrund, wenn es um die Optik geht, ganz klar. Wenn es um die Beschwerden geht, werden wir erstmal versuchen, alles an diesen Maßnahmen, an die konservativen Maßnahmen auszuschöpfen. Und erst dann, wenn das nicht hilft, dann würde ich zu einer Operation raten. Falls Sie auch das Gefühl haben, dass Sie am Lipödem leiden könnten, dienen Sie am besten gerade einen Spezialist kontaktieren. Denn oft wird das Lipödem als Venen- und nicht als Weichteilproblem eingestuft.